Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Hier ist schon richtig was los, denn ich bin auf dem Sprung. Ich muss die kleine Maus wieder abholen. Unsere große Lia geht nämlich jetzt zur Tagesmutter. Aber ich würde sagen, ich springe schon ins Auto, damit die Kleine einschläft und dann erzähle ich euch mehr. So, ich habe meine Große abgeholt. Lia, wie war es heute? Trinkrand. War schön heute? Ja. Ja, was habt ihr gemacht? Gespielt. Gespielt und was habt ihr noch gemacht? Wart ihr spazieren? Ja. Die waren spazieren. Die Tagesmutter hat mir ein Bild geschickt. Hat mir ein Bild geschickt per WhatsApp, wo die schön so spazieren waren. Richtig süß. Genau, und jetzt stehen wir hier bei Rewe und flitzen mal schnell rein. So, wir sind wieder zu Hause. Lia, Seifenblasen von Paw Patrol. Und ich zeig mal, Lia, ja? Hier, genau. Seifenblasen von Paw Patrol. Hier, bitteschön, darfst du gleich machen, ja? Genau, jetzt räumen wir hier gerade den Einkauf aus. Ich muss jetzt erstmal alles einfrieren, was zum Einfrieren ist. Hier seht ihr, habe ich schon ganz aufgeräumt. Da hinten steht ist das neue Laufgitter. Das zeige ich euch auch gleich mal. Aber ich wollte euch auch noch erzählen, wieso wir uns jetzt für eine Tagesmutter entschieden haben und nicht für einen Kindergarten. Juna spielt hier gerade, deswegen nutze ich die Zeit mal kurz. Genau, also. Bei uns wurde gesagt damals bei Lia bei der Geburt, dass der Kindergarten hier super frei ist und wir uns erst kurz bevor sie in den Kindergarten soll, melden sollen. Gut, da haben wir uns drauf versteift. Da haben wir gesagt, okay, dann melden wir uns eben erst, sobald Lia 3 ist, weil sie ja erst mit 3 in den Kindergarten sollte. So, dann kam die kleine Schwester und ich habe gemerkt, okay, Lia braucht das. Sie braucht den Kontakt zu anderen Kindern. Sie braucht... Ja, sie braucht Struktur. Sie braucht das einfach. Ja. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dann den Kindergarten anzufragen. So, habe da also angerufen, letztes Jahr im August. Wieso hast du den Tisch hier weggezogen? Ja, damit ich da ordentlich sauber machen kann. Genau, habe da also angerufen und dann hieß es, ja, tut uns leid, wir sind komplett proppevoll. Der nächste Termin wird in August 22. Dann kommt nämlich ein Kind in den Kindergarten, in die Schule und dann könnten wir einen Platz frei schaufeln. Gleich jetzt. Genau, und dann haben wir es erstmal so stehen gelassen. Dann hieß es, ja gut, da geht Lia halt erst mit 3,5 in den Kindergarten und bleibt noch zu Hause. Und Lia, hörst du bitte auf? Und ja, dann habe ich aber vor kurzem jetzt bei eBay Kleinanzeigen die Anzeige von der Tagesmutter gesehen. Das wurde mir vorgeschlagen. Und ja, hab da einfach mal gefragt, ob das möglich wäre, weil die eigentlich nur von 0 bis 3 nehmen und Lia ja schon jetzt... In 2 Wochen wird sie 3, das ist jetzt in über 3. Und ob das trotzdem gehen würde, dass sie dann bis August, bis wir den festen Platz im Kindergarten haben, ob sie dann zur Tagesmutter gehen kann. Ja, und das haben die auch bejaht. Die waren natürlich froh, dass der Platz dann wieder voll ist und sie wieder ein Kind mehr haben. Ja, und deswegen ist sie jetzt bei der Tagesmutter und nicht im Kindergarten. Das heißt, sie wechselt im August von der Tagesmutter zum Kindergarten. Dann kommt sie in den ganz normalen Kindergarten und jetzt, die Zeit bis August, ist sie eben dann bei der Tagesmutter, also jetzt ein halbes Jahr. Ja, für uns absolut gar kein Problem. Ich denke, das ist auch gut, weil sie das dann schon kennt und dann, glaube ich, fällt der Schritt in den Kindergarten noch einfacher und es macht ihr super, super viel Spaß. Also sie ist, ja, also sie muss noch ein bisschen was lernen, was Teilen und so angeht, aber sonst hat sie echt super, super viel Spaß und freut sich immer riesig. Ja, genau, und das ist der Grund, warum sie zur Tagesmutter geht. Ja, also geht sie jetzt immer von 8 bis 13 Uhr zur Tagesmutter. Ich hole sie ab, ich bringe sie hin und sie ist dort Mittag. Mittagsschlaf macht sie dort keinen, die anderen Kinder schlafen da alle, aber dann beschäftigen die sich in der Zeit mit Lia. Und genau. Ich habe hier neue. Neue Wasserblasen, ne? Seifenblasen. Ja, das ist also einmal die Begründung. Genau, Paw Patrol. Ja, ihr zeigt euch immer das Laufgitter, solange die kleine June noch ruhig ist. Und dann werde ich mal hier ganz schnell den Einkauf wegräumen und Mittagessen machen. Ne? Ja. Hier steht das neue Laufgitter. Ich verlinke euch das mal in der Infobox. Das haben wir bei Schaf bestellt. Richtig schön, das Modell Holly.
ein Anthrazit. Und innen hier mit so Sternen und sowas, haben extra so ein Nestchen drin. Genau, und ich habe jetzt hier erstmal Junes Spielzeug reingelegt, was alles im Stubenwagen lag. Der Stubenwagen zieht jetzt nämlich aus und deswegen habe ich jetzt erstmal alles hier reingetan. Und ja, wir müssen auch den optimalen Platz finden, weil hier ist natürlich auch die Federwiege und das ist halt ein bisschen doof jetzt hier. Aber ja, mein Test, jetzt machen wir das. Ja, wir haben keinen anderen Platz gehabt jetzt gerade und deswegen steht es jetzt mal hier, aber wir schauen mal. Ich habe jetzt hier hinten schon die Ecke freigeräumt. Da ist schon der Stubenwagen und der ist jetzt weg. Seifenblasen. Ja, jetzt machen wir Seifenblasen. Und hier hat gerade der Hühler eine schöne Luftreinigung gemacht. Ich habe da ein bisschen Meersalz reingetan und deswegen haben wir hier gerade mega schön angenehme Meerluft. Das ist wirklich richtig angenehm. Genau, da machen wir nachher nochmal eine Luftreinigung oben im Schlafzimmer, damit die kleine Jude heute Abend hoffentlich besser schläft. Weil die Nächte sind im Moment gerade echt nicht so schön. Aber June ist nämlich leider total erkältet. Ich weiß nicht, woher sie das hat. Ich denke immer, dass mein Neffe das mitgebracht hat, als er zu Besuch war. Jetzt machen wir Seifenblasen, okay? Ja. Okay, warte. Zack. Warte, geh weg. Ich mach, warte. Boah. Zack. Boah, das sieht schön aus in der Kamera. Oh. Hui. Die sind voll gut, ne? Hauptsache das Kind ist glücklich, ne? Hui. Wollen wir eine ganz große probieren? Ja. Gespritzt. Nochmal. Nochmal? Okay, da muss man mal den Einkauf wegräumen, ja? Ja. Warte mal, nochmal ganz viele. Nochmal ganz viele. Hui! Blub, 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 blub. So, ich räume jetzt also den Einkauf schnell weg. June sitzt hier übrigens unten. Ich habe relativ viel gekauft und ich habe mich echt an der Kasse erschrocken. Als sie gesagt hat, 82 Euro. Also so viel habe ich dann doch nicht gekauft. Oh, cool. Super machst du das. Ich wusste gar nicht, dass du das schaffst schon. Toll. Genau. So. Hier wartet der Einkauf auf mich. Den räume ich jetzt mal schnell weg. Die wollte ich für die Tagesmutter haben zum Frühstück für Lia. Habt ihr noch irgendwie Tipps, was man so einpacken kann zum Frühstücken? Ich möchte nicht immer nur ein Brot. Deswegen habe ich jetzt gedacht, mache ich mal sowas. Ich möchte nicht jeden Tag Brot geben, reintun in die Brotdose, deswegen habe ich jetzt mal sowas mitgenommen und Blätterteig, und da wollte ich so kleine Blätterteig-Sachen machen, habe ich was gesehen online. Genau, heute kommt übrigens auch noch meine H&M-Bestellung, ich habe online bestellt bei H&M, die zeige ich euch dann auch nachher noch. Und ich glaube, ich hoffe, Lias neuer Kindergartenrucksack kommt heute auch, der müsste eigentlich, der ist schon seit letzter Woche verschickt. Und einen Wickelrucksack habe ich auch noch bestellt. Ich habe ja unsere Wickeltasche da hinten. Aber das ist mit zwei Kindern mega unpraktisch. Deswegen habe ich mir jetzt einen Wickelrucksack bestellt. Ich hoffe, das ist besser. So, ich habe jetzt einmal hier Saug gewischt mit dem Hühler. Alles zum Hühler verlinke ich euch in der Infobox. Ich habe einen extra Instagram-Account für Hühler. Dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Da sind ganz, ganz viele Videos und sowas, falls ihr Fragen habt dazu. Genau. Und hier ist jetzt schön sauber. June spielt ja. Lia sitzt gerade auf dem Sofa und isst ein paar Quarkbällchen. Genau. Und hier kann es jetzt schön trocknen. So, ich habe fertig mit dem Wohnzimmer. Ich liebe das, wenn das so schön aufgeräumt ist. Hier muss ich gleich nochmal abwischen. Und seht ihr, Lia gekleckert eben. Genau. Aber soweit alles fertig. Hier seht ihr auch nochmal das Laufgitter. Ist wie gesagt echt total schön. Ich verlinke euch das in der Infobox. Ich mag diesen skandinavischen Look total. Also es passt einfach sehr gut rein. Genau, und hier auch alles sauber, tiefengereinigt, der Boden gewischt. Genau, und jetzt wollte ich gleich nochmal die Fenster putzen, weil Lea hat hier mit diesen Fensterstiften gemalt. Hör mit dir. June versucht zu krabbeln.
Wow, mein Schatz, super. Toll ich machst auch, du das. Ich auch. Toll. Ich auch. Ja, los, June. Ich auch, Mama. Ich auch. Wow, ich bin so stolz. Mama, ich auch. Ja, dann krabbel auch, los. Zeig mal, June, wie das geht. Das ist so ungewohnt, weil Lia ja überhaupt nicht gekrabbelt ist als Baby. Deswegen ist es so ungewohnt, das zu sehen. Ich glaube, das dauert nicht mehr lang. Und dann geht's los hier. So, jetzt kam gerade die Post und hier sehe ich auch schon den Wickelrucksack. Ich habe echt gehofft, dass es lieber der Rucksack für Lia ist, aber es ist dann doch der Wickelrucksack. Den habe ich gebraucht, bei eBay gekauft. Von Bupu, genau, da haben wir auch unsere Wickeltasche her, da sind wir sehr zufrieden. Und ich habe so ein krasses Schnäppchen gemacht. Genau, werde ich jetzt auf jeden Fall testen. Mal gucken, ob es besser läuft mit den zwei Kindern. Genau. So, das ist schon mal das Erste. Und dann kam meine H&M-Bestellung an. Da werde ich jetzt kurz ein Reel für Instagram drehen. Und dann werde ich euch das auch zeigen. So, ich bin euch noch die H&M-Bestellung schuldig. Wir haben mit Lia gerade schlafen gelegt. Deswegen habe ich jetzt kurz mal Zeit hier. Einmal dieses Bodysuit in Größe 80 schon. Einmal hier mit so einem Strukturen-Jersey. Und einmal hier dem süßen Heißluftballon und Rüschen. So sieht das aus. Also einmal hier so ein Strickpullover, auch wieder mit so ein bisschen Rüschen und so. Und hier einmal diese Leggings. Das habe ich schon in 116 mitgenommen. Aber fällt sehr klein aus. Also könnten wir eigentlich auch jetzt schon anziehen, glaube ich. Genau. Das fand ich auch richtig süß. So als Set, das war auch richtig günstig. Ich glaube auch nur 10 Euro oder so. Dann gab es für Lia noch dieses Kleid hier. Das war runtergesetzt auf 3 Euro. In 104 habe ich es mitgenommen. Also für jetzt. Fällt auch richtig schön hier. Also ist richtig schön buschig, sage ich jetzt mal. Also echt total schön. Und dann noch dieser schöne Cardigan hier. Auch schon 110, 116. Aber ja, wird auch nicht mehr lange dauern. So vom Aussehen jetzt. Und der war einfach runtergesetzt auf 6 Euro. Also mega günstig. So ein Strickcardigan für 6 Euro. Da musste ich einfach zuschlagen. Genau, richtig schön. So, dann habe ich für June noch einen Pullover mitgenommen. Hier mit so Süßen und so kleinen Pünktchen drauf. Auch richtig süß. Auch runtergesetzt auf 3 Euro. Und das letzte ist dieser coole Hoodie hier. Der war ein bisschen teurer. Ich glaube 9 Euro oder so. Aber ich fand hier diesen Spruch so süß und allgemein hier so die Struktur. So, meine Lieben, das war also der Haul. Und ich würde auch den Vlog direkt damit beenden hier an dieser Stelle. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Und wir hören uns sicher die Tage. Tschüssi!